So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von C++ Tutorial vom Anfänger zum Profi. Heute geht es um das erste selbstgeschriebene Programm. Ich stelle euch direkt am Anfang, wie versprochen, eine Aufgabe. Lasst euch davon nicht entmutigen, wenn ihr das nicht könnt. Wie gesagt, ich stelle direkt eine Aufgabe für die Leute, die vielleicht schon ein bisschen Erfahrung haben. Für die Leute, die noch gar keine Erfahrung haben, bleibt kurz dran. Ich stelle erst die Aufgabe, komme dann aber direkt zur Erklärung. Und für die Leute, die die Aufgabe machen, guckt euch die Aufgabe an, macht auf Pause, versucht es selbst. Und wenn ihr es dann oder wenn ihr dann nicht weiter wisst, dann guckt am Ende die Lösung an und programmiert es ab. Also, und zwar hätte ich gleich gerne als Aufgabe die Ausgabe im Compiler. Einfach dies wird in zwei Zeilen. Ups. Zwei Zeilen gedruckt. Ausrufezeichen. Und dann einfach noch 5 + 11 ist gleich 16. So. Das wäre jetzt die Aufgabe. Das heißt, das will ich dann am Ende im Compiler sehen. Das ist, Semikolon lassen wir mal weg. Sprich, die jetzt Lust haben, machen auf Pause und programmieren selbst. Und jetzt kommt die Auflösung und Erklärung. So, ein Codeblock setzt ein bisschen rum. So. Als erstes beim Programm fange ich immer an mit include. IOStream. Mit include IOStream füge ich die Bibliotheken hinzu. Sprich, bei C++ gibt es bestimmte Bibliotheken, damit ich am Ende Funktionen wie cout und cout gibt mir etwas am Bildschirm aus, abrufen kann. Danach brauche ich noch using namespace std. Hiermit kann ich dann auf die Namen der Bibliotheken zugreifen. Dazu kommen wir aber nochmal später. Ich finde, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Das nimmt er einfach mal so hin und dann mache ich eine int main auf. Mache dann erst runde Klammern und dann ein geschweiftes Klammerpaar. Und dann fange ich einfach an mit cout. Und dann das hier, dies wird in Backslash n. Über das Backslash n hole ich mir einen Zeilenumbruch. 2 Zeilen gedruckt. Ausrufezeichen. Ganz genau. Und dann hier nochmal cout. Backslash n, damit ich nochmal den Absatz habe. Und dann 5 + 11 ist gleich 16. Und dann machen wir hier einfach noch eine Rechnung mit rein. 5 + 11. Vielleicht, damit man das besser sehen kann, machen wir es noch auseinander. Und dann nochmal einfach ein Backslash n und dann das Semikolon und dann zum Schluss noch ein Return 0 und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Ab in den Compiler damit und dann wird Folgendes ausgedruckt. Da sehe ich, das können wir noch so machen und das weg. So, und dann müsste es auch die Ausgabe geben. Dies wird in zwei Zeilen gedruckt. 5 + 11 ist gleich 16. Genau, über cout geben wir halt das an der Konsole aus, was dann hier in den Hochkommata steht. Das ist schon mal zu merken. Dann über backslash n mache ich einen Zeilenumbruch.
Und wenn ich eine Rechnung habe und hier dann hinter dem Gleich was stehen haben möchte, dann mache ich hier nochmal die Pfeile zur linken Seite zwei Stück, mache dahinter die Rechnung. Ja, und dann wird die natürlich auch entsprechend ausgegeben. Genau, ansonsten immer nicht vergessen am Anfang include IO-Stream und using Namespace und zum Schluss das Return 0. Wir kommen dann nochmal darauf, warum man das machen muss. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen. Tippt es einfach ein paar Mal ab für die Leute, die es versucht haben. Ich hoffe, es hat geklappt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Viel Spaß und ciao.